Keinesfalls wollte sich die Klasse der Literatur und Musik in Bildschirmköpfen präsentieren, die mit nervösem Blick in die häusliche Kamera schauen und dann wieder in das Buch, aus dem wir lesen. Enger als im Raum, in dem sie sitzen könnten, wenn sie es dürften, in unserem Plenarsaal. Eine Lesung braucht den Atem, die physische Anwesenheit, Menschen, in deren Gesichter und in deren Gehör hinein der Text fließt. Die Vorlesenden und mehr noch die Vorspielenden, die Musikerinnen, die Schauspieler brauchen das Publikum. Sie sind in vielfältiger Weise Leidtragende des Lockdowns. So haben wir über Medialität nachgedacht und versucht, andere Wege zu gehen. Und im Februar darauf besonnen, dass unser Mitglied Thomas von Steinecke auch Filmautor ist. Und heute, dass unser Mitglied Hans Zischler ein multipler Künstler ist, zu meiner und vermutlich auch zu Ihrer Überraschung auch ein angesehener Fotograf. Als Steven Spielberg 2006 einen Schauspieler suchte für seinen Film München, der das Attentat auf das Olympiagelände fiktiv umspielte, gab es eine knappe Direktive, nur so viel. Er suche einen verschwiegenen Mann mit einem verschwiegenen Gesicht. Alter um die 60, deutscher Hintergrund, das passt auf Hans Zischler. Und so spielt er einen Mossad-Agenten, Emigrant aus Deutschland, ein Schläfer, der wegen seines Passfälschertalents für das Tötungskommando angeheuert wurde. Er spielte auch kluge Melancholiker, zwielichtige Herren, einen fiesen Grafen, Figuren mit dem diskreten, abgründigen Charme der Bourgeoisie. Und er lieh in Hörbüchern unzähligen Autoren seine Stimme. Gustave Flaubert, Hermann Broch, Alfred Döblin, Graham Greene, Fernando Pessoa und, Sie hören richtig, auch mehrmals Helmut Schmidt. Beneidet habe ich ihn, als er in der Theaterfassung von Hermann Borchs Erzählung Die Magd Serlina, inszeniert von Klaus-Michael Krüger mit Jeanne Moreau, auf der Bühne stand. Nein, nicht stand, hinter ihr auf einem Sofa lag und Fragen stellte. Man muss sich vorstellen, die Starschauspielerin als Magd, die Herrin als Magd. Zischlers Rolle schien so einfach, doch Präsenz im Nichttun, im Nichtsprechen zu erzeugen, ist sehr, sehr schwer. Hans Zischler ist seit 2010 Mitglied unserer Akademie. 2013 hat er den Preis der Literaturhäuser erhalten. Als ich über ihn nachdachte, kam mir das Wort Tausendsassa in den Sinn. Aber woher kommt der Begriff? Eine Frage an die Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Linguisten. Ich nahm wie so häufig das Grimmsche Wörterbuch zur Hand und fand einen Hinweis auf Schillers Kabale und Liebe, erster Akt, erste Szene als Fundstück. Das passt auf den Verführer Ferdinand, aber nicht auf jemanden, der so viel kann und für jede Überraschung gut ist. Hans Zischler war Dramaturg an der Berliner Schaubühne, Verleger des Alpheus Verlags mit lauter exquisiten Titeln, darunter Edmond Jabès, Buch der Fragen. Er geht von der Unabschließbarkeit aller Studien aus, den kleinen Gegenständen, dem Liegengebliebenen. Als Schriftsteller wurde er bekannt mit seiner minutiösen Forschung von fast 20 Jahren in Film- und Bildarchiven, die einen ganz anderen Kafka als den der Literaturwissenschaft zeigte. Kafka geht ins Kino. Schon der Titel allein war eine Offenbarung. Zischler, der Sohn eines Steinbruchbesitzers im Fränkischen, erkundete und beschrieb den Berliner Trümmerberg, den Teufelsberg. Auch hier ging es um Fundstücke. Er mischte sich ein in die Stadtentwicklung. Berlin ist zu groß für Berlin. Auch ein wunderbarer Titel. Ein auch optisch wunderschönes Buch. Ich möchte es Ihnen zeigen. Ich habe es da liegen. Das ist das Buch mit wunderbaren Abbildungen innen drin. Ich kann es nur empfehlen. Auch wer nicht Berliner ist, gerade wer nicht Berliner ist. Ans Herz gelegt, sei denen, die sich mit dem Albtraum aller Schreibenden herumschlagen, dem Druckfehler, das zierliche Bändchen aus dem deutschen Literaturarchiv Marbach. Es heißt Errata, Fehler aus zweiter Hand und sammelt Druckfehler, bildet die Fundstücke ab und kommentiert sie. Danach ist man klüger, aber nicht fehlerloser. Makellos werden Texte und Menschen nie. In seiner Antrittsvorlesung in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur sprach er von seiner ersten Ballonfahrt im Jahr 1976 zwischen Bonn und Köln als einem anschaulichen Bild meiner eigenen oszillierenden Strebungen, die sich eben doch bündeln.
Fäden werden wieder aufgenommen, eben wie heute, wenn die Ballonfahrt ins Bildnerische gehoben wird, ihr abhebt. Hans Zischler sagte in einem Interview mit der FAZ, er habe nicht die Vorstellung, dass er mit 65 Jahren der Emeritus sein müsse, der ein Werk vor der Menschheit ausbreite. Diese sehr übliche Zielvorstellung reize ihn nicht. Es geht um Impulse, betont er. Reizvoll ist es, mich auf Dinge einzulassen, die mir zugeführt werden oder zu denen es mich vom Erkenntnisinteresse her drängt. Zitat Ende. Nun ist er ein gutes Stück älter geworden und so hat ihn das Erkenntnisinteresse im letzten Jahr zu einer tradierten Form, einem Roman geführt, der zerrissene Brief. Der Autor schickt am Ende des 19. Jahrhunderts die fernwehsüchtige, erfahrungshungrige Pauline aus Franken nach New York. Sie ist wohl ausgestattet durch ihren viel älteren Liebhaber, den die 17-Jährige noch nicht heiraten kann. New York ist also ein Wartestand und gleichzeitig ein Experimentierfeld. In ihrem hohen Alter erzählt sie davon einer jungen Frau, die schwer trägt an ihrem Liebesunglück. Es geht in diesem Erzählen um Schmetterlinge, Magie, Abenteuer und Schwindeleien, Reisen, imaginäre und wirkliche und um Dialoge. Ja, um das, was in der Literatur möglich ist, wenn man imstande ist, leichthändig mit 5 Bällen zu jonglieren und vom Ballon aus dem eigenen Tun vorzusehen. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit, mit Hans Zischler zu sprechen. Petra Plettner wird die Fragen bündeln. Bitte schalten Sie jetzt Ihre Kameras aus und schalten Sie sie auf stumm und danach wieder an, wenn Sie sprechen möchten. Und jetzt übergebe ich an Hans Zischler, der zuerst einen kleinen Film zeigen wird. Eine kommode Art zu fotografieren. Ich möchte Sie sehr knapp mit meinem Vergnügen, das ich mit der Lochbildkamera habe und der Kamera habe und der Arbeit, die ich mit ihr verbinde, kurz vertraut machen. Sie sehen hier einen kleinen, sauber genuteten Holzkasten. Er stammt von Rigby, einem englischen Modellbauer und einem Mann, der seit mindestens 40 Jahren diese Art von Wooden Boxes herstellt. Die Kamera enthält nur ein Loch auf der Vorderseite. Es hat eine Blende von etwa 1 zu 164, also eine winzige Blende, deshalb wird sie auch Pinhole Camera genannt. Auf der Rückseite wird ein Film eingelegt, ein Planfilm, 4x5 Inch, meistens in meinem Fall mit Color. Dieser Film wird in seiner Kassette hinten befestigt und dann wird hier geöffnet und der Shutter wird herausgezogen. Das heißt, in dem Moment, wo diese Kamera auf einem Stativ fixiert und das Objekt ausgewählt ist, muss ich nichts mehr selbst dazu tun. Ich warte auf das Licht, das einsickert und den Planfilm allmählich belichtet. In der Regel ist es bei sehr gutem Sonnenlicht mit dieser Kamera 2, 3, 4 Minuten, wenn es bei abnehmendem Licht gemacht wird, mindestens 40 Minuten oder noch länger. Ich habe auch Aufnahmen von mehreren Stunden gemacht. Und zu Beginn meiner Beschäftigung und ja, meiner Befassung mit diesem seltsamen Gerät waren es vor allem bewegte Objekte, Blumen im Wind, Nebel, der vorübergeht, Rauch, der aus Schornsteinen staubt, ein Fluss, der nahe vorbeifließt, bis ich durch ein seltsames Interesse sozusagen dazu veranlasst wurde, mir zu überlegen, was passiert denn, wenn ich mit der Kamera auf einem Stativ einer Bewegung folge? Was bleibt von dem, was vorübergleitet, auf dem Planfilm fixiert? Und das Ergebnis war verblüffend. Ich habe mit einer kleineren Kamera gearbeitet, die mit einer kürzeren Belichtungszeit arbeitet, also etwa 20 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden. Und das erste Abenteuer, dem ich mich ausgesetzt habe, und natürlich auch die Kamera, waren Ballonfahrten über der Loire.
Über der Loire deshalb, weil auf der landschaftlichen Gegebenheit der Loire nicht nur dieser unregulierte Fluss zu sehen ist, sondern eben diese großen Wiesen bei Chaumont, wo man die Landschaft noch sehr, sehr gut erkennen kann in ihrer Struktur, in ihrer Bearbeitung, in ihrer Flächigkeit und in ihrer Farbigkeit. Das Aufregende war nun, dass ich zusammen mit einem zweiten Ballon eine Fahrt gemacht habe und der zweite Ballon sozusagen mein Objekt war, an dem ich vorübergeglitten bin oder vorübergefahren bin, mit ihm gewissermaßen gefahren bin. Und ein kleines Wunder für mich, dieser Ballon wurde auf eine merkwürdige Weise scharf, unscharf, in seiner Gestalt erkennbar, aber gleichzeitig verwirbelt, chromatisch etwas verändert, abgebildet. Das heißt, mit anderen Worten, die Bewegung in der Luft von zwei Objekten, nämlich dem Ballon mit meiner Kamera und dem Ballon, der uns gegenüber war, wurden sozusagen, diese Bewegung wurde festgehalten in einem einzigen Bild. Damit war für mich etwas ausgelöst, was mich dann sehr, sehr beschäftigt hat, nämlich an welchem Element lässt sich das noch mal fixieren. Und dann habe ich durch einen Zufall oder auch ja, veranlasst eigentlich nur durch eine gewisse Neugier mit dem Taxi eine Fahrt, mit dem Wassertaxi vom Flughafen Venedig nach Venedig gemacht und die Kamera auf einem Boot, einem Wassertaxi aufgebockt. Also sie blieb fixiert, sie wurde nicht gerüttelt, sondern sie folgte der Bewegung der Wellen in die Stadt. Und es bildeten sich auf der Fotoplatte, die Gebäude, an denen ich vorübergeglitten bin, in einer gewissen Deutlichkeit, in ihrer Schemenhaftigkeit, aber gleichzeitig in ihrer Kubatur ab. Das heißt, auch hier war das Phänomen, und das war für mich höchst befriedigend, erkennbar Bewegung in einem Bild fixiert, obwohl die Strecke, die von der Kamera zurückgelegt wurde, etwa 1 Kilometer lang war. Das heißt, 1 Kilometer Fahrt oder 1 Kilometer in der Luft waren in einem Bild von 4x5 Inch enthalten und in einer gewissen Weise auch wieder sichtbar geworden, aber sichtbar, wie es für das bloße, unbewaffnete Auge nie sein könnte. Das ist eigentlich der Gewinn dieser Art von Fotografie, dieser Kommodenart zu fotografieren. Danke für die Einspielung. Ich muss gestehen, dass ich etwas als Schauspieler gelitten habe durch die asynchrone Vorführung, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht technisch nicht anders machen. Das haben Sie sicher bemerkt, aber ich hoffe, dass zumindest sprachlich und auch dann entsprechend in den Bildern das einigermaßen verständlich geblieben ist, was ich dort gemacht habe. Bildschirm freigeben, Moment. Ja, ich habe in meiner Beschäftigung mit der Lochbildfotografie auf verschiedene Etappen hingewiesen, nämlich dass es zunächst nur ein Interesse war, eigentlich ein meditatives Interesse, sich sehr viel Zeit zu nehmen, ohne große Anstrengung, sich einem Objekt auszusetzen, wie zum Beispiel eben Blumen, die im Wind bewegt sind, und war daran interessiert, wie teilt sich der Wind in diesen Dingen mit. Und ich möchte Ihnen dazu das erste Foto zeigen, das mich auch lange beschäftigt hat. Das heißt Windsbraut hoch erregt. Wenn wir das mal einblenden könnten. Ja. Das heißt Windsbraut hoch erregt. Dieses Bild ist ein Busch mit einem Rosenbusch auf Sylt. Und was sie im Vordergrund so schemenhaft verquirlt, verweht sehen, ist nichts anderes als
ein Ahorn, der sich sozusagen durch ein weißer Ahorn, der sich sozusagen innerhalb mit hoher Beweglichkeit im Wind hin und her bäumt. Und es war mir bei der Aufnahme natürlich in keiner Weise gewärtig, dass dieses Bild in dieser Form entstehen könnte. Das heißt, das war eigentlich der wirklich erste und wichtigste Schritt zu entdecken, wie bildet sich die Dauer einer Bewegung, die Dauer einer Naturerscheinung wie der Wind. Es gibt den Rauch, es gibt den Fluss, das Fließen. Wie bildet sich das ab? Wie konzentriert es oder kondensiert sich das in einem Bild? Und auf diese Weise sind sozusagen dann eine Reihe von botanischen Aufnahmen entstanden, die immer in ihrer natürlichen Gegebenheit, nämlich da, wo Wind geherrscht hat oder wo Regen geherrscht hat oder Schnee war, eine völlig andere Wahrnehmung ermöglicht haben, als dies dem Auge normalerweise gestattet ist. Wir kommen vielleicht mal zum nächsten Bild. Hier ist es eine nichts anderes als Hagebutten, die natürlich durch die günstige Beleuchtung, nämlich ein sehr schöner sonnenreicher Tag, eine hohe Röte annehmen. Und interessant für mich war, das gehörte allmählich zu der sozusagen zu dem Erfahrungsbereich, den ich da mich ausgesetzt habe, wie nah kann ich an ein solches Objekt, an einen solchen Busch herantreten. Was Sie im Vordergrund unscharf verfließend rot sehen, ist etwa 10 cm von der Kamera entfernt. Und Sie merken an diesem Bild, deshalb habe ich das auch ausgewählt, mehreres. Der Winkel, den diese Kamera hat, diese Lochbildkamera, ich zeige Ihnen gleich noch eine kleinere Lochbildkamera, ist etwa 100 Grad. Also es ist ein wirklich weitwinkliges Objekt. Und alles, was sozusagen Sie unmittelbar vor die Kamera stellen, bis unendlich, wenn man in der Fotografie sagt, in der Fotografie gibt es ja die Unendlichkeit und sozusagen ist damit auch definiert, ist dann nach Maßgabe der Bewegung scharf oder unscharf. Hier war es Wind, der in diesen Hagebuttenbusch hineingefahren ist und da er ein sehr starres Gewächs ist, nur in dem Vordergrund, wo es ja wirklich hoch bewegt war, in dieser Form sich hat abbilden lassen. Das heißt, allmählich ich betreibe ja diese Art von Fotografie seit etwa 25 Jahren, allmählich entwickle ich ein Auge dafür, welche Bewegungen, welche Naturerscheinungen mir besonders auffällig erscheinen, um in eine ganz andere Form der Wahrnehmung überführt zu werden, als dies dem unserem Auge gestattet ist. Also bei all den Bildern, die Sie sehen, ist es immer der Prozess, es ist ein etwas Unabgeschlossenes, was da vor einem auftaucht, etwas, was wird, was sozusagen das Werden von etwas hat eine Art von Abbildung gefunden. Ich muss mich so paradox ausdrücken, ich vermag es kaum anders, weil es sozusagen ein wirklich merkwürdiger, phänomenaler Prozess ist, der hier stattfindet und der im Gegensatz zur Linsenfotografie, wo es ja darauf ankommt, einen Gegenstand möglichst scharf und möglichst deutlich zu erfassen, etwas ganz anderes vor uns entfaltet. Wir können mal zum nächsten Bild kommen. Ja, dieses Bild ist eine Wunscherfüllung. So muss ich es nennen. Sie sehen eine Birke im Herbst, die beginnt sich langsam zu entlauben. Sie ist in einem strahlenden Sonnenlicht, in ein strahlendes Sonnenlicht getaucht. Die Blätter, die schon sozusagen sich entfärben, nehmen noch das Tageslicht vollständig auf und der Wind, der heftige Wind, das ist auf Sylt aufgenommen, bewirkt, dass alle Konturen, die wir normalerweise von den
von den Gegenständen der Natur auch kennen, wie Blätter, Stamm, Zweig und so weiter, sobald sie in diesen Sog geraten, sich auflösen. Das Schöne an diesem Foto ist für mich auch, und deshalb ist es nämlich eine Wunscherfüllung, weil ich hatte immer gehofft, und hier ist es eigentlich eingetreten, dass dieser Baum, der ja durchaus etwas Solides, Festes, Gewachsenes ist, dass dieser Baum sich eigentlich auflösen könnte. Und das tut er in gewissem Sinn. Sie sehen das auch im Kontrast zu den umherliegenden Landschaft und dem Boden mit den Blättern und dem Wald im Hintergrund. Da ist etwas so, so hatte ich es mir eigentlich erträumt, das muss ich sagen. Und als wir das dann sozusagen vor Augen hatten und die Kamera ich aufgebaut habe mit einer relativ kurzen Belichtungszeit von etwa, ich glaube, nur 3-4 Minuten, ist eben genau dieser Effekt eingetreten, den ich mir sozusagen schon, den ich halluziniert hatte. Wir können mal zum nächsten Bild kommen. Hier ist es ein ähnlicher Vorgang, wo die Blattbewegungen des Ahorns, der schon fast nicht mehr auf dem Baum zu sehen war, durch eine sehr, sehr heftige Bewegung, eine Böe eigentlich. Ich musste das Stativ festhalten, um ein fixiertes Bild zu bekommen. Da sozusagen, das zerfließt förmlich vor einem und nur das, was einigermaßen noch stabil ist, bleibt zurück. Also es ist eine Entkleidung und gleichzeitig eine Art von Transformation dessen, was wir unter der gewachsenen botanischen Gegebenheit normalerweise vor uns haben. Ja, bitte nochmal ein weiteres Bild. Ja, es war von der Ballonfahrt die Rede. Und ich bin nun ein begeisterter Ballonfahrer. Ursula hat es bereits erwähnt, 1976 in einer für mich denkwürdigen kurzen Ballonfahrt von Köln nach Bonn-Wahn, wo wir angemahnt wurden, über Walkie-Talkie uns sofort zu verschwinden, weil wir uns dem Flughafen nähern würden. Und das ist nur das ist das sogenannte No-Go in der Luft. Wir sind dann auch bald darauf gelandet. Der Kapitän, unser Luftschiffer, hat es sich nicht nehmen lassen, nochmal vorzuführen, wie virtuos er diesen Ballon handhabt. Er ist nämlich mit der Gondel an einer Pappel gestreift, sodass wir ein bisschen Schräglage gerieten und dann aber sehr schön auf einem Fußballfeld landen konnten. Was Sie hier sehen, ist ein sehr seltsamer Effekt, nämlich das ist der Aufstieg eines Ballons. Es geht immer um zwei Ballons, nämlich der Ballon, in dem wir gesessen haben, und gegenüber ein zweiter Ballon, der mit uns aufgestiegen ist. In diesem besonderen Fall schweben wir etwa 1 Meter über der Loire, und der Fahrer in meinem Ballon sagte: Wann wollen Sie denn Ihre Kamera öffnen? Da sage ich: Naja, jetzt. Dann sagt er: Gut, dann machen wir das eben gleichzeitig. Und das ist der Moment, wo des Aufstiegs. Und Sie sehen an der schemenhaften Rundung des Ballons, da bewegt sich etwas. Der völlig unbeabsichtigte und gleichzeitig mich außerordentlich pittoreske Effekt war, dass auf einer mir bis heute rätselhaften Weise der Kodak-Film sich selbst nochmal sozusagen in seiner Prägung abgedrückt hat. Ich kann das bis heute nicht erklären, was da wirklich passiert ist. Auf jeden Fall, wir haben sozusagen 2 Bilder in einem, das Bild des aufsteigenden Ballons und das Bild des Kodak-Films, das sich selbst nochmal abbildet, also die Pellicule, die nochmal von Kodak auf dem Bild sich nochmal mitteilt. Also das ist etwas, was ich völlig unsteuerbar ist. Natürlich können wir weitermachen, bitte. Ja, zu dem Ballonfahrt komme ich gleich nochmal. Das ist hier jetzt, ich habe vorhin etwas ausführlich vom Wind gesprochen. Es gibt eine Reihe von Wasseraufnahmen, die mich besonders interessieren. Und zwar ist das, wenn man bei Flüssen,
das ist ein kleiner Fluss in Österreich gewesen, an die Bewegung des Wassers sich herantasten will, dann muss man in diesem Fall, ist das Wasser, das Sie im Vordergrund wie ein Schaum, wie eine Watte sehen, ist etwa 15 Zentimeter, 20 Zentimeter entfernt. Und ich bin gehalten, sozusagen, ich war dann im Wasser natürlich, zu versuchen, dass ich sowohl den Fluss als auch die sehr impulsive Bewegung des Wassers, das sich natürlich vollkommen verändert in seiner Konsistenz oder in dem, was wir die Konsistenz des Wassers vielleicht normalerweise nennen, mit auf das Bild zu bekommen. Besonders schön ist hier die Aura der Lochbildkamera zu sehen. Das Licht, das in die Kamera eindringt, hat einen etwas kürzeren Weg zur Mitte als zu den Rändern. Das ist zwar sozusagen innerhalb der mathematischen Vorstellung fast verrückt, sowas zu sagen, aber es ist tatsächlich, es bildet sich ab. Das heißt, das Licht nimmt zum Rand nicht ab, weil weniger Photonen auf den Film treffen als in der Mitte. Deshalb ist es in der Mitte in der Regel immer heller, strahlender und nimmt zum Rand hin ab. Dieses Foto hat mich dann inspiriert, eine Reihe von kleinen Stromschnellen aufzunehmen, auch einmal mit Wasserfällen das zu versuchen. Also das sind alles sozusagen Herangehensweisen an die vertrauten Bilder, die wir von diesen Naturerscheinungen haben und die durch die Kamera selbst, durch das Auge der Kamera, wenn man das so nennen darf, ich würde da ein bisschen vielleicht auch Zweifel haben, in etwas anderes transponiert werden, nämlich in etwas Werdendes. Bitte. Ja, jetzt nochmal zum Ballon. Sie haben vorhin das Feuer, das in den Ballon fährt. Das Bild habe ich deshalb auch ausgewählt, weil hier sieht man die Bewegung der Blähung. Das heißt, die Flamme, die in den Ballon hineinschießt, bewirkt ja ein Erzittern der gesamten Hülle. Und diese Hülle teilt sich in verschiedenen sozusagen Dickungen, Wandungen mit. Und das ist sozusagen etwas, was mich... ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie lange ich das halten müsste. Das ist ein reiner Test geworden und ich bin froh, dass ich diese Unverschämtheit hatte, einfach zu sagen, ich probiere das aus. Denn dieser Moment lässt sich also sehr schlecht wiederholen. Man müsste dann einen ganz neuen Start machen und das ist alles sehr kostspielig. Aber da war es etwas, wo ich sage, hier kommt das Feuer zu dem beginnende Tageslicht zusammen und schafft eine ganz eigene chromatische Aura, die mir wirklich sehr große Freude gemacht hat, die einmal einzufangen. Einfangen ist vielleicht sowieso ein Thema bei dieser Sache. Bitte. Das ist jetzt dieser Aufstieg, den ich beschrieben habe. Das ist der Aufstieg sozusagen ohne diese Kodak-Fehldruck, nämlich dass der gegenüberliegende Ballon einen Meter über der Loire schwebte, gehalten wurde. Mein Pilot sagte mir, keine Bange, der Mann im anderen Ballon ist der italienische Weltmeister im Freiluftballon. Also der kann das und er kann es auch so lange halten, wie Sie wollen. Und dann zündet er eben und Sie sehen hier quasi an der Zündspur, an der Feuerspur und an der Bewegung, an den Bewegung des Ballonkörpers, den Aufstieg selbst. Die Loire bleibt ruhig, still, die Landschaft herum auch. Der Himmel ist eben ein morgendlicher Himmel, der so ganz allmählich erst sozusagen sich dem Tag entgegengeht. Bitte. Und das ist jetzt in der vollen Fahrt. Das heißt, im Vordergrund haben Sie noch den Rand der Gondel und dann saust man sozusagen mit dem anderen Ballon durch die Landschaft. Das ist natürlich kein Sausen im tatsächlichen Sinn. Es ist ein ruhiges Fahren. Nur durch die Bewegung über einen Hügel hinweg
die Bewegung meiner Bewegung mit der Bewegung des zweiten Ballons entsteht sozusagen sowas wie Rotation, die dem Auge nicht zugänglich ist und die eine Dynamik schafft, die für sehr ungewöhnlich ist. Also auch hier ist sozusagen der Wind wieder sehr im Spiel. Der Wind, dieser unsichtbare Genosse und Mitstreiter, der sozusagen hat viele Formen, sich mitzuteilen und sich abzubilden. Das ist sozusagen vielleicht ein schönes Beispiel dafür. Ja? Das ist jetzt ein Blick aus der Gondel. Da kommt sozusagen die allerneueste Technologie, nämlich die elektronische Steuerung links, das iPad, mit dem der Ballon, der Pilot seinen Kurs verfolgt und der Hügel vor uns, den wir übersteigen, die kommen zusammen. Bei der Gelegenheit muss ich vielleicht nochmal erwähnen, dass diese ganzen Bilder, die Sie hier sehen, diese Lochbilder sind auf einem klassischen Fotofilm aufgenommen. Sie sind allerdings dann erst, nachdem sie entwickelt worden sind, im klassischen Prozess gescannt worden, um die chromatischen Balleurs, die in den Negativen ja enthalten sind, in den Color-Negativen, auch in den Schwarz-Weißen, besonders herauszuholen. Das ist, und dieses Bild ist eigentlich so eine Reiseskizze, sozusagen aus der Werkstatt der Ballonfahrer. Ja? Ja, hier ist die volle Fahrt und der uns begleitende oder mit uns fahrende Ballon. Und das ist ein Foto, das mich immer wieder ein bisschen, eigentlich schmunzeln lässt oder mir große Freude macht. Denn der Himmel, den Sie hier sehen, wirkt wie eine feste Decke, an die dieser Ballon aufgestiegen ist. Das ist ein ganz eigenartiger Effekt, weil normalerweise sind ja die Wolken so durchsichtig oder durchscheinend oder durchlässig. Und hier durch diese merkwürdige Belichtung, die Sonne war, der Osten ist hier links im Bild, gibt es einen besonderen Effekt, des Schwebens an einem Plafond. Und das war natürlich nicht beabsichtigt, sondern das ist etwas, was man in einer gewissen Hoffnung oder auch eine Entdeckerfreude allmählich sich vergegenwärtigen kann. Ja? Ja, dieses Foto ist eines der frühesten Fotos, die ich gemacht habe. Das bringt uns zu dem Thema des Wassers, der Bewegung im Wasser. Was Sie hier sehen, ist ein Foto der Fähre, die von Manhattan, Südmanhattan nach Staten Island fährt. Sie kennen diese Fähre vielleicht, wenn Sie in New York waren und da übergesetzt sind. Als ich dieses Bild gemacht habe, und an diesem Bild lassen sich einige Merkmale der Lochbildfotografie vielleicht nochmal genauer festmachen, hatte ich keine Vorstellung vom Bildausschnitt. Ich wusste nur ungefähr, was im Bild wie die Grenzen des Bildes beschaffen sein werden. Ich hatte gehofft, und das ist dann auch tatsächlich passiert, dass ich etwas von der Decke, sozusagen dem Vorderdeck der Fähre, im Bild haben würde. Das Scherengitter war für mich ein zauberhaft leichtes, dass dieser Mann im Bild links steht und sich dann bewegt. Das war der Zufall, an den ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, dass dieser Mann da ist und dann wieder verschwunden ist. Das Bild hat eine Belichtungszeit von etwa 4 Minuten und ich muss Ihnen gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Mann gesehen zu haben. Die Kamera hat ihn wahrgenommen und sie hat ihn quasi in seiner Schemenhaftigkeit, in seiner gespenstischen Durchsichtigkeit mit eingefangen und so ist er geblieben und das Bild ist jetzt für mich ein sehr anschauliches Bild einer Überquerung, einer Übersetzung, einer Bewegung im Wasser geworden. Bitte.
Ja, und jetzt zur Bewegung im Wasser. Und das habe ich ja eingangs kurz angedeutet. Was geschieht, ähnlich wie im Ballon, mit dem zweiten Ballon als Referenz, wenn ich eine Kamera in ein gleitendes Boot setze, stabil auf ein Stativ gesetzt und mich im Wasser bewege. In diesem Fall komme ich von Siestre nach Venedig hinein und habe, das war auch ein günstiger Tag, ich habe eine schöne Wolkenbildung vor mir, die sich sozusagen langsam so kreidig ausdehnt und dann tauchen die ersten Häuser auf. Nun war es eben, ich zeige Ihnen auch gleich die kleinere Lochbildkamera, die eine Belichtungszeit von etwa 20 Sekunden hat und ich habe einfach ausprobiert, was kann ich von der Kubatur, was kann ich von Venedig in seiner doch sehr starken, gebauten Monumentalität, die immer sozusagen durchquert wird von den einzelnen Kanälen, was kann ich davon im Bild festhalten? Und diese kleine Serie, die ist insgesamt etwas umfänglicher, zeigt Ihnen nun, welche Effekte mit dem gleitenden Boot hier verbunden sind. Bitte. Also, woher dieses Querlicht kommt, ist rätselhaft. Aber ich habe, das Boot hat keine einzige Sekunde angehalten. Ich habe einfach ein langsam fahrendes Boot als so Vehikel genommen, um in den näher kommenden Häusern eine Art von Schemen ausfindig zu machen, die mir dann hoffentlich, und das ist dann so eben passiert, zeigt, das ist Venedig. Und das finde ich nun das Aufregende. Venedig ist vielleicht deshalb auch ideal dafür, weil das Wasser natürlich eine fantastische Grundfläche bildet, eine Art von Vordergrundsbühnenbild, dass diese Art von gebautem, von dieser doch sehr schönen und sehr schön gebauten Monumenten und Kubaturen noch mal besser verdeutlicht, als es bei einer Straße der Fall wäre. Denn das Wasser hat in seiner Gleichförmigkeit und in seiner bewegten Gleichförmigkeit eine ganz vorzügliche Qualität, fotografiert zu werden. Bitte. Ja, hier sehen Sie das also jetzt nur als zur Verdeutlichung, das Heck des Wassertaxis, wo ich meine Kamera fixiert hatte. Da ist noch so ein metallener Bügel, mit dem man normalerweise das Boot befestigt, wenn es anlegt. Und im Hintergrund eben Venedig, an dem ich vorbeifahre, in das ich hineinfahre, das sich sozusagen ausgestaltet und sich in seiner Gebautheit dann mitteilt. Es kommt gleich noch ein Bild, das mir besonders auffällig erscheint. Bitte. Ja, dieses Bild hat etwas ganz Eigenartiges. Nämlich hier gibt es eine etwas stärkere Bewegung im Wasser durch eine Gegenfahrt, ein Boot, das uns entgegenkam, das hier nicht zu sehen ist. Auf jeden Fall hat sich eine Spur dieser Bewegung des gegenüberliegenden Bootes oder ich nehme an, es war ein Boot, nochmal als eine einzelne Spur vor die Gebäude selbst gesetzt und dadurch entsteht in meinen Augen ein besonders starker Moment, besonders starkes Moment des Bewegungsprozesses. Also das Wasser teilt sich in mehrfacher Form mit als ruhige Fläche um das Boot, als bewegtere Fläche vor den Häusern, das von einem anderen Gefährt durchpflügt wird und eben als ein Vordergrundsmantel oder Teppich vor den venezianischen Gebäuden. Und nun, das ist das Letzte jetzt. Ja, so, und dieses Bild, Sie kennen es, das ist am Abend. Dieses Bild ist nach Sonnenuntergang gemacht. Das heißt, es ist 40 Minuten belichtet und das Besondere, und das ist ja etwas, was sich unserem Auge auch immer entzieht, obwohl wir es ja spüren,
ist die Tatsache, dass noch so viel Licht, wir leben im Licht, noch so viel Licht im Himmel ist oder auf dem Wasser ist, und in beiden, im Himmel und auf dem Wasser, auch wenn die Sonne untergegangen ist, dass sich dieses Restlicht des Tages bei einer hinreichenden Geduld für die Aufnahme nochmal in einem Tableau einfangen lässt, also aufbewahren lässt förmlich und das Bild dann entsprechend sozusagen eine merkwürdige Doppelung erfährt, nämlich Sie sehen einen ungewöhnlich dunklen Vordergrund, wo sozusagen wirklich nichts mehr scheint, und Sie sehen einen doch relativ hellen Hintergrund, der aber für das bloße Auge fast nicht mehr auszumachen war, dass da noch etwas zu sehen sein würde. Ja, ich glaube, das war das Letzte. Nein, wir sind noch nicht ganz durch. Es kam noch ein. Ja, das Bild heißt Selbstporträt vor rauer See. Das ist nicht ironisch gemeint, sondern es ist eigentlich physikalisch. Ein physikalischer normaler Prozess. Das ist auf einem Ellbogen von Sylt. Ich habe die Kamera aufgestellt. Es war ein sehr bewegtes Meer vor mir. Ich hatte den Schatten der Kamera, den sehen Sie in der Mitte unten. Ich hatte mich selbst in der unmittelbaren Nähe der Kamera aufgestellt, wollte aber auch die Kamera nicht verdecken. Und die See, das Meer vor mir, das sehr bewegt war, wird egal, es wird gleichförmig, es wird platt, weil eben Höhen und Tiefen der Wellen sich ausgleichen und damit die Illusion einer glatten Fläche oder das physikalische Bild einer glatten Fläche erzeugen. Und das war dann nach 4 Minuten, die ich da neben der Kamera verbracht habe, hinreichend, um sowohl ein Selbstporträt als auch ein Bild der Kamera als auch des Meeres, das sozusagen in der Kamera domestiziert wurde oder gezähmt wurde, herzustellen. Ja, ich glaube, das war das letzte Bild. Ja? Wir müssten dann zurückschalten. Ja, so. Soweit meine kurze Darstellung des Vergnügens und der Arbeit, die ich mit der Lochbildkamera habe. Ja, also zunächst mal ein ganz toller Vortrag. Man hat überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Ja. Dann wollte ich noch sagen, Sie sind dazu zurückhaltend, aber soweit ich das gesehen habe, haben Sie Ihre Arbeiten ja auch in der Galerie in München. Also ja. Da kann man sich jetzt, ich formuliere es mal so, weiter informieren dann da. Ja. Ja. Ich hätte jetzt einfach noch eine Frage, also das ist eine ziemlich simple, naive, harmlose Frage. Wenn man die Bilder sieht, dann kann man gar nicht anders, da kommt dann einfach dann die Kunstgeschichte in den Hinterkopf irgendwo da, ja. Also bei den Birken Klimt, dann bei Ballon, dann Moreau-Böcklin, bei dem Feuer in dem Ballon, da fällt mir der David Lynch ein, diese Fotoarbeiten irgendwo, ja. Unscharf natürlich, der Deutsche denkt bei Unscharf immer automatisch an Gerhard Richter. Ich will damit also wirklich sagen, das ist jetzt, ich sehe das ja auch in der Form zum ersten Mal. Und Sie sind ja nun auch wirklich ein Riesen-Essayist irgendwo, ja. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, erstes Mal im Kopf drinnen oder zweitens auch schriftlich jetzt über diese Ähnlichkeiten, wobei die Ähnlichkeiten sind trivial, also das kann jeder machen, aber wäre natürlich jetzt interessant, weil wie Sie da sozusagen, wo dann die Differenzen sind einfach irgendwo, ja. Also wie gesagt, bitte nochmal, das, was ich sage, ist jetzt äußerst primitiv, aber ich stelle mir vor, dass Ihnen zu dem Thema was Interessantes einfällt. Ja, ich muss Ihnen gestehen, dass ich, mir sind natürlich bestimmte Ähnlichkeiten aufgefallen, also zum Beispiel auch bei den Wolkenbildern, dass die wie Wolkenstudien aussehen, also Constable und anderen oder Turner. Aber ich habe bei meiner Beschäftigung oder bei der Arbeit, oder es ist ja keine wirkliche Arbeit, bei dem Suchen von Motiven,
nicht diese kunstgeschichtlichen Vorbilder im Auge gehabt, sondern ich habe einfach gesagt, was kann diese Kamera oder was kann diese Art von Langzeitbelichtung, wenn ich mich bestimmten Phänomenen aussetze, und das ist natürlich ein langer Prozess, was leistet sie? Und das ist das, was dabei rauskommt. Also das ist sozusagen, es ist eher eine wirklich ungewollte Koinzidenz, ja. Also ist völlig klar, und also dann wären Sie kein Intellektueller, wenn Sie versucht hätten, jetzt sozusagen daraus eine Kunstgeschichte nachzumachen, ja. Sondern das ist ja ein komplett anderer Weg, aber ich fände es halt trotzdem irgendwo interessant. Treffen tun sich die Dinge ja im Auge letzten Endes irgendwo. Ja. Und sie sind auf ja völlig verschiedene Art und Weise entstanden und gemacht halt. Und wie gesagt, nochmal, also wäre halt irgendwo interessant, da nochmal ein bisschen über wirklich jetzt die Differenzen dann. Weil es ist ja nun, auch wenn was relativ gleich aussieht, wenn man dann genauer hinguckt, dann muss es ja noch lange nicht gleich aussehen. Ja? Aber das sollte einfach nur eine Anregung sein. Aber ich fand einfach die Sachen absolut fantastisch. Und also wenn man diese Sachen sieht jetzt, da wären eigentlich sehr viele Fotobearbeitungen, damit meine ich jetzt gar nicht mal das Elektronische, das ist wieder ein anderes Genre oder so, aber da wären halt sehr viele Fotobearbeitungen, sehen daneben schon irgendwo sehr alt aus, neben dieser Methode. Ja. Ja. Ja gut, das ist sozusagen, das ist ja auch für mich der Reiz, dass ich sage, das ist jetzt nicht nur spielerisch gemeint, eine kommode Art zu fotografieren, sondern es gibt eine Art von Grundvorrichtung, das ist die Kamera Obscura, die eben die Dauer mit zu teilen imstande ist. Und das ist wirklich ein unheimlicher Vorgang. Also darüber kann man sich wirklich den Kopf zerbrechen, weil wenn ich sage, 400 Meter oder 1 Kilometer Fahrt in einem Bild als Fahrt erkennbar, dann ist das eben das Gegenteil dessen, was die Kinematografie macht. Ja? Sowas ist zum Beispiel so ein Phänomen. Das beschäftigt mich schon sehr. Ja. Also etwas von meiner Frage hat der Händler mir schon vorweggenommen. Aber vielleicht fange ich etwas anders an. Es geht irgendwie um die Darstellung und um die Erfahrung von Bewegung auch, die dabei zum Ausdruck kommt. Das ist natürlich ein Thema, was die Künstler spätestens seit der Barockzeit beschäftigt hat. Wir haben dann zum Beispiel Räder gemalt, indem die Speichen verschwommen sind, um Bewegung darzustellen. Das ist natürlich ein Aspekt. Aber das Interessante hierbei ist ja eigentlich, dass normale Bewegung etwas ist, was wir als schnell wahrnehmen. In der Sportfotografie oder so wird eben gerade dann ein ganz kurzer Moment der Bewegung eingefangen. Aber bei Ihnen entsteht ja eigentlich genau das andere, dass Bewegung etwas ist, was in Ihren Bildern ganz langsam wird, sich langsam entfaltet, entwickelt, und diesen zeitlichen Prozess des gesamten Ablaufes der Bewegung können Sie ja dann, wollen Sie ja in Ihren Bildern irgendwie einfangen. Und es verschwimmt dabei eigentlich auch noch der Unterschied zwischen Eigenbewegung und Fremdbewegung. Sich jetzt selber bewegen, wie in dem Boot, das durch Venedig fährt oder auf Venedig zufährt, oder ob sich die Objekte bewegen, wie die Bäume, die vom Wind bewegt werden, all diese Unterschiede verwischen ja. Das heißt, sie entwickeln durch ihre Bilder irgendwie eine andere Vorstellung von Bewegung, als man die normalerweise hat. Und das macht das natürlich irgendwie sehr interessant. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie über diese Erfahrung dann auch noch weiter reflektiert haben. Ja, ich muss gestehen, dass ich mit jeder neuen Etappe oder ich nenne es jetzt mal Etappe oder jeder neuen Herangehensweise, wenn ich mich diesen Prozessen aussetze, wieder vor neue Fragen gestellt werde. Das heißt also, das eine Flussbild haben Sie ja gesehen. Ich habe eine ganze Serie gemacht von Stromschnellen, wo das dann so unheimlich wird, weil man sagt, eine Stromschnelle ist genau das, was sich dem Auge entzieht, wenn man das mal festhalten will. Und dann plötzlich in der Serie taucht es als ein Tableau auf, dass man quasi, ja, ich sage jetzt nicht mal zum Stillstand bringt, sondern es ist kein wirklicher Stillstand. Also in der Wahrnehmung ist es ein Verlangsamen, aber es bleibt noch als Bewegungswahrnehmung erhalten. Das ist für mich die schöne Paradoxie dabei. Und
ich weiß auch nicht, wohin mich das noch führen wird, aber zumindest bin ich da noch sehr neugierig. Ja. Es ja, ist genau. Gar nicht so leicht, darüber zu schreiben, fällt mir an. Genau, wenn Sie einen Wasserfall fotografieren, dann wirkt er hinterher unwirklich, weil die Bewegung eingefangen ist. Ja, aber wenn Wasserfall... Auf Ihre Weise, wo sich alles wesentlich langsamer bewegt, als das Wasser selber, entsteht eben ein ganz anderes Gefühl dieser Bewegung. Also es gibt zum Beispiel, ich habe ein Bild, das habe ich jetzt nicht dabei, aber das kann ich nur ganz kurz beschreiben. Einen sehr starke am Pont du Raz an der Bretagne, eine unglaublich starke Gischt, also Wasser, das da hochfährt, über die Felsen hinwegfährt. Von dem Gischt ist nichts zu sehen. Es ist nur ein Schleier, ein ganz dünner Schleier, und der Felsen ist härter, als man ihn sonst je wahrnimmt. Also das ist das, es kehrt sich um, ja, weil wir natürlich uns bei der evolutionsbedingten Ausstattung, die wir mit den Augen haben, nur ganz bestimmte Dinge wirklich als fest und nicht fest wahrnehmen können und die Kamera sich davon entfernt hat. Also nochmal, es war fantastisch. Also Ihre Erklärungen hervorragend, aber auch das ästhetische Ergebnis ist einfach wunderbar. Ich habe jetzt eine ganz simple Frage an Sie, rein technischer Art. Mhm. Die Bilder sind alle von Ihrer Farbdynamik her eigentlich ideal. Mhm. Wie haben Sie das nachträglich im Labor erreicht oder wie bestimmen Sie die Belichtungszeit? Da kann ja sehr viel schief laufen, dass es zu dunkel, zu hell ist oder so. Wie gehen Sie vor? Die Sache ist sehr einfach. Gott sei Dank. Der Farbfilm, der Colorfilm, den wir normalerweise, der heute noch verwendet wird, hat bei einer hinreichenden, also minimalen Belichtung, in dem Fall bei einer Blende von 1:164 und bei einer langen Belichtung eine besonders hohe Farbwertigkeit. Das heißt, ich manipuliere die Farben nicht, sondern weil das Licht so viel Zeit hat, sage ich mal, sozusagen auf die Fotoplatte einzudringen, werden die Farben umso intensiver sozusagen übertragen. Daran ist nichts manipuliert oder nachgearbeitet. Die Farben sind einfach wegen der langen Belichtung so stabil und durchgezeichnet, wie man sie sich nur vorstellen kann. Es gibt ein einziges Problem, das ist der Diafilm. Beim Diafilm darf es keine Überbelichtung geben. Das ist mir gelegentlich passiert und ich vermeide eigentlich Diafilme, während durch den Schwarzschildeffekt bei der normalen Color-Negativ-Fotografie können Sie gerne überbelichten. Das heißt, es verändert sich dann in der Beschichtung, in der Belichtung nichts mehr. Aber ansonsten ist es eben, das ist ja das Fantastische an dieser Art von Colorfotografie. Sie können eigentlich keine Fehler machen. Ja? Worauf es ankommt, ist ja viel mehr zu sagen, das ist der Ausschnitt, den ich etwa habe, das ist das Objekt unter den Gegebenheiten dieses Tageslichts, unter den Voraussetzungen des Windes, des Nebels, des Dampfes, der Gischt, des Wassers, und dann kann ich fotografieren. Das heißt, eine Fotografie dieser Art oder Fotografien dieser Art, wie ich sie mache, haben einen sehr langen Vorlauf. Sie haben ja in der Kamera nur zwei Negative. Das heißt, man überlegt sich dann doch sehr genau, welche beiden Aufnahmen man machen will, denn dann muss man wieder umlegen oder neu laden in einen Dunkelsack und so weiter. Also das heißt, wenn Sie 10 Aufnahmen an einem Tag machen, ist das sehr viel. Ja? Weil man sagt, gut, ich warte jetzt lieber doch noch, vielleicht kommt eine Wolke, vielleicht bleibt das Licht beständig und so weiter. Und das ist eigentlich der
das meinte ich vorhin mit diesem meditativen Prozess. Das heißt, oder man kann es auch sagen, man muss die Geduld haben, um zu sagen, naja gut, ich schaue mir den Tagesablauf mal an und was kommt am Morgen oder was ist jetzt gerade in der jahreszeitlichen Besonderheit interessant, und dann greift man zu, aber in aller Ruhe natürlich. Also ganz herzlichen Dank. Als Klimatologe, der sich mit Wolken und solchen Dingen beschäftigt, hat mich das fasziniert. Vielleicht geben Sie mal einen kleinen Nachhilfekurs für Anfänger oder sowas. Ja, danke. Okay. Also erstmal auch ganz herzlichen Dank. Und das meiste ist inzwischen schon beantwortet worden. Ich hatte eben den Eindruck, das Auge ist ja so ein Spiegel nur, wenn man so will. Und mein Eindruck war, Sie interessieren sich ja sehr für die Natur. Ich erinnere mich an den Vortrag über die Schmetterlinge. Ja. Also, und das, was Sie jetzt gesagt haben, da hatte ich das Gefühl, dass Ihnen das, was das Auge sieht, nicht ganz ausreicht. Und dass Sie eigentlich etwas mehr über die Natur lernen wollen, indem Sie diese Aufnahmen machen. Und wenn Sie sagen, und da ist mir, da habe ich das gesehen, dass dieser Baum da verschwindet, es ist ja nicht Zufall, nicht nur Zufall, was Sie da rauskriegen, sondern Sie suchen ja nach irgendwas. Ja, das ist richtig. Also das heißt, ja, schön, dass Sie das sagen, weil es ist so, dass ich, Sie haben, dieses erste Foto war, dass diese Winzbraut hoch erregt. Das war eines der frühesten Fotos. Das sind vier große Farbfotos, wo ich gedacht habe, das ist ja verrückt, wie diese Rückseite des Ahornblattes sozusagen in seinem Weiß sozusagen einen Wischeffekt erzielt, einen ungeheuerlichen Wischeffekt, also der wirklich sehr, sehr groß ist, je näher man dran ist. Und mit dieser Erfahrung oder diesen Vermutungen, dass es so sein könnte, kam dann eben 20 Jahre später diese Birke, weil diese Birke war herbeigewünscht, ja, weil ich sage, so ein Baum in diesem Licht, in diesen Blättern, die sie bald verlieren wird, die sich entfärbt haben, und der Stamm selbst hell und fest mit einer dunklen Landschaft im Hintergrund, ja, also wenn ich da jetzt nicht stehen bleibe, dann, ja, dann ist der Augenblick vorbei, ja. So einfach ist es, ja. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Noch vielleicht eine ganz banale Frage. Woher kriegen Sie die Filme? Wir haben hier... Gibt es im Handel. Gibt es im Handel. Ja, wir ja, haben im Institut, wollten wir immer gerne weiterhin diese Atlanten und so mit besonderem Filmmaterial machen, und gab es alles nicht mehr. Aber das gibt es. Doch, also die Filme gibt es. Ich habe hier noch eine kleine, das ist die kleine Lochbildkamera. Also die andere hatte ich ja in dem Film gezeigt. Die arbeitet mit Rollfilm, also dem traditionellen Rollfilm. Und Rollfilm, wie auch den 4x5-Inch-Film, gibt es sowohl in Color als auch in Schwarz-Weiß. Wobei ich, das ist jetzt so eine Marotte von mir, häufig Fotografen, die früher mit Film gearbeitet haben, heute digital arbeiten, immer bei denen bettle und sagen, hast du nicht einen alten Film? Deshalb, weil mich dann natürlich besonders interessiert bei besonders alten Filmen, die ja schon abgelaufen sind, also eigentlich entwertet sind, da gibt es dann sozusagen Prozesse der Verunreinigung oder der Verschiebung, der Farbverschiebung auch übrigens, die fantastisch sind. Also dieses, übrigens die Ballonbilder, die ersten Ballonbilder mit dem aufsteigenden Feuer, das ist ein Film, der 1985 abgelaufen war. Und die Aufnahmen sind von 2015. Also da, das heißt, das kommt noch hinzu, dass mich ein altes, verbrauchtes Material, sofern es überhaupt noch sozusagen filmempfindlich ist, lichtempfindlich ist, das hat noch einen besonderen Reiz. Also es kommt noch dazu, ja, das ist etwas, da ist... Erst, dass Sie diese Platten, und wir haben ja immer auf diesen einzelnen Platten gearbeitet. Ja. Aber herzlichen Dank. Gerne. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Also ich chatte nichts mehr.
Ich glaube, nein, alles beantwortet. Ja, also, möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Also ich bedanke mich auch schon mal sehr herzlich. Ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, heute Abend in diese ungreifbare Runde, aber doch vorhandene Runde kurz zu sprechen und eine kleine Auswahl meiner Bilder zu zeigen. Es gäbe jetzt noch ein Gebiet, das ich aber überhaupt nicht berührt habe, das ist die Porträtfotografie. Aber darüber müsste man dann mal gesondert sprechen, weil ich auch mit dem Lochbild auch Porträts mache. Aber die habe ich jetzt heute ausgespart, weil das ist ein ganz eigener Vorgang, den man vielleicht mal bei Gelegenheit behandeln kann. Ja, aber ich danke sehr für die Aufmerksamkeit, für die Beteiligung und freue mich, dass es heute Abend so schön über die Bühne gegangen ist und hoffe, dass Ihnen das auch entsprechend Ihrem Auge gefallen hat. Danke dir, Petra. Danke. Alles Gute. Hans, ich danke auch im Namen der Klasse. Und und früher hätte man gesagt, ich wünsche allen einen guten Heimweg. Das ist ja heute allmählich absurd. Also dieser Abend wird lange im Kopf bleiben und das war sehr schön. Danke. Ja.